Okay, zweite Halbzeit gegen Brasilien. Los geht's. Gegen den Rekordweltmeister, jawohl. Und mal schauen, ob wir unsere Führung verteidigen können. Aber ich bin wie immer äußerst optimistisch. Okay. Das ist schon ein echtes Privileg, wenn man solche gute Mitspieler hat, die einen immer schön, ja, unterstützen. Nach dem Wort habe ich gesucht. Naja, gibt es eigentlich zu Brasilien noch irgendwas zu sagen, was ich nicht schon gesagt habe? Finden nicht in Brasilien in naher Zukunft irgendwie Olympische Spiele statt in Rio? Oder liege ich da jetzt falsch? Ich weiß es gerade nicht, aber ich meine, dass irgendwie in ein paar Jahren, für die nächsten paar Jahre irgendwie so hat sich Rio de Janeiro Zusage gesichert für die Ausrichtung von Olympischen Sommerspielen, meine ich. Was hat das jetzt hiermit zu tun? Ja, ganz einfach. Fußball ist auch eine olympische Disziplin. Jetzt bin ich mir selbst dabei nicht sicher. Irgendwas ist heute faul. Ah, doch, natürlich. Natürlich. Ja, super. Das ist nicht gut. Oh! Glanzparade! Aber sowas von Menschenskinder. Da hat er wirklich einen sehr gefährlichen Superschuss astrein abgewehrt. Kann man nicht anders sagen. Großes Kompliment an den Torhüter. Das war eine Steilvorlage. Die kann man eigentlich nicht vorbeischießen. Besonders nicht, wenn der Torwart sich dann so schön noch am Rande des 5-Meter-Raums da platziert. Dann schaut er einfach dumm in die Röhre, wie auch bei diesem Gegentor. Ich würde sagen, wir haben hier gerade echt einen richtigen Lauf, ne? Ja, das ist mein Dank an meinen Mannschaftskollegen. Ich will ihm den Ball zuspielen mit einem Gewaltschuss, aber er kann ihn nicht annehmen, sondern legt sich erstmal schön hin. Ja, ne? Die WM steht vor der Tür, liebe Genossen und Genossinnen, und ich weiß nicht genau, wie lange es noch bis zur WM ist, wenn ich dieses Video hochlade, aber ich glaube mal jetzt nicht, dass sie dann schon angefangen hat. Ja. Aber dann erz ich erzähle euch um diese Zeit dann auch keine Neuigkeiten mehr, dass wir vom Verletzungspech geplagt sind. Zuerst ist unser Stammtorhüter weg. Gut, dass Simon Rolfes ausfällt. Das war schon ein bisschen länger klar, aber das ist umso bitterer, da sich ausgerechnet unser Capitano, ne, unseren Capitano, den die Argentinier noch nicht mal kennen, ne, dass der sich ausgerechnet so schwer verletzt. Mein Gott nochmal. Das ist richtig bitter. Aber ich glaube auch, dass ohne Ballack einiges geht. Eine Schwächung ist es auf jeden Fall und ersetzen kann man ihn, glaube ich, nicht. Aber wir werden das richten. Wir schaffen das. Wir werden die Vorrunde überstehen. Wir werden
das Achtelfinale überstehen. Wir werden das Viertelfinale überstehen. Ich glaube, ins Halbfinale kommen wir mindestens. Das ist mein Tipp. Ich weiß nicht, ob er jetzt optimistisch ist, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Beim Halbfinale, ja, muss man schauen. Ich glaube, dann ist, dann sollten wir mit einer Taktik spielen, die ich hier gerade praktiziere, nämlich den Ball vor- und zurückköpfen. Wenn wir dann in Führung liegen, natürlich. Also ansonsten macht diese Taktik ja keinen Sinn. Okay, lass mal das. Ich meine, wir können auch ohne diese Tricks gewinnen, oder? Natürlich können wir das. Nämlich so. Ganz einfach. Tore schießen ist nicht schwer. Wer immer gesagt hat, Tore schießen sei schwer, der muss den Verstand einer Kichererbse gehabt haben. Oh Mann, so, die letzte Minute bricht gleich an. Und ich schieße nochmal hier den Kollegen aus dem Weg. Der Torwart findet meinen Schuss leider nicht so beeindruckend. Bam. Und Scheiße. Wow, das war ein Gewaltschuss. Ich glaube, mir sind die Superschüsse ausgegangen. Wenn man dann die richtige Anzahl von Schritten mit dem Ball dribbelt, dann kann man diesen Schuss ausführen, der dann mit super Geschwindigkeit einfach mal fliegt. Das sieht nicht gut aus. Komm, halt ihn. Oh, vorbeigeschossen. Aber da ich leider in den Ball reingelaufen bin, haben wir ihn zuletzt berührt und es gibt einen seltenen Eckball. Oh nein, komm, den hast du. Ah, schade. Schade, schade. Da haben wir in der Verteidigung gepennt. Aber wir werden uns rächen. Vielleicht nicht jetzt. Aber vielleicht jetzt. Ah, okay. Ja, aber ja, ein bisschen optimistisch. Jo, wir haben keine Superschüsse mehr. Aber wir haben auch nicht mehr lange zu spielen. Und, ja. Können uns ja mal hier eine gepflegte Runde ausruhen und Picknick machen. Denn, unsere Kollegen haben anscheinend nichts dagegen. Unsere Gegner. Kann ich mich auch mal hier... Ey, du, hast schon gehört, dass wir hier Fußball spielen? Wie, echt? Fußball? Aber wir gewinnen doch, oder? Natürlich. Natürlich. 22 zu 2 verloren. Ey, du hast mich reingelegt. Ja. Wir sind eine Runde weiter und wir schauen, welch graziöse Fußballmacht als nächstes auf uns wartet. Die USA. Die USA, die nicht mal wissen, wie man Fußball buchstabiert, sondern Soccer dazu sagen. Naja, nächste Runde geht's weiter. Tschüss und keep gaming.